oben Paletto Bay wahrscheinlich Hindernisparcours. Alles Mongo. Wow. Kann dir mal bitte jemand erschießen da vorne? Schon lauter machen. Nam nam Buri. Teil dir mit mir ne Mango. Teil dir mit mir ne Mango. Haben wir ja eigentlich schon Dreieck drin? Ja, Davis Training. Mit Muni oder so schon gemacht. Dann bereitstellen der Fahrzeuge. Ist das Vincent unser Lieblingsauto? Vorne ist unser Lieblingsauto. Oh. Ich denke, wir fahren jetzt auf Fort San Kudo. Entweder da oder Paletto Bay oben. Wir machen Sumpfabenteuer. Oder üben Pitten oder sowas, keine Ahnung. Verfolgungsjagden. Keine Ahnung. Fort San Kudo. Ja. So, Kadetten, jetzt wird's ernst. Nehmen Sie bitte Haltung an. Aber guck mal, da merkt man, wer eine richtige Academy besucht hat und wer nicht. Galle singen, Haltung! Das geilste PD im Los Santos. Was? Ja, du stehst nicht in der Reihe. Genau. Okay, zwei haben es nicht geschafft, Haltung anzunehmen. Ich nehme heute das Recht aus, jeden, der stört, einfach aus der Reihe zu tasern. Gut, so, was ist jetzt? So, also, ich weiß nicht, was euch Anderson jetzt schon alles erzählt hat, keine Ahnung. Dass wir schöne Sachen vorhaben. Dass wir schöne Sachen vorhaben, sehr gut. Also, die Fahrzeuge sind ausgerüstet mit Schutzwesten, die wir später brauchen werden. Warum, erklären wir euch später.
In einem der Zivilstreifenwagen, ich weiß jetzt leider nicht mehr in welchem, befinden sich Getränke und Essen habt ihr ja dabei. Im Zivilstreifenwagen, der hier fast hinter mir steht, hinter Gazoom. So. Ja, der blinkende oder der nicht blinkende? Der blinkende. Einfacher. Sehr gut. Und du schießt in der Mitte Laken, falls dir das nicht aufgefallen ist. Ja, deswegen habe ich doch gesagt, Gazoom. Oh, Mann. Ja, der sagt doch Wischmob. Wischmob. Gut. Sag doch Wischmob, Wischmob. Was wir jetzt als erstes vorhaben, das passt doch ganz gut, dass wir so eine schöne gerade Zahl sind. Wir stellen uns jetzt einmal alle schön in Zweierreihen auf. Zweierreihen? Ja. Das sind zwei Leute nebeneinander, zur Info. Hintereinander, genau. Alle singen ihr Lied. Raven, hinten! Das üben wir nochmal. Ich dachte, wir machen hier sowas Tetris. Dann ja, eigentlich schon, ne? So, ja. Wir schließen uns da natürlich an. Oh, oh, und wir fangen mit einem kleinen Sportprogramm an. Oh. Ich darf. Es war doch nie so toll, Davis Billy. Wir machen eine kleine Joggingtour. Ja. Oh Gott. Wir haben uns zwar keine Route ausgedacht, aber das passt schon mit Ennis. Ach, die Route habe ich dabei. Muni, ich fasse mich hier an. Hard work! Hard work! Hard work! Hard work, work, hard work, work, hard work! Hard work, work! Hard work, work! Hard work, that's what they say! Hard work, hard work! I earn my pay! Hard work, hard work! Do it every day! Hard work, I get up about a quarter to three! Hard work, hard work! And earn my pay. Hard work, work. Put my boots on and lace them up. Hard work, work. Got another day's of work. Hard work, work. Hard work. That's what they say. Hard work, work. Hard work. I earn my pay. Hard work, work. Get off the rock. I move on down. Got to go. Make the call. Hard work, work. Banging on the doors in the morning. Hard work, work. Get up. Let's go to work. Hard work, work. Hard work. You bag up your shoots. Hard work, work. Hard work. You load them up. Hard work, hard work, work. Manifest. Hard work, hard work, work. You gotta do it right. Hard work, hard work, work. Here we go. Hard work, with the sun ready to rock. Hard work, hard work, work. I'm earning my pay. Hard work, hard work, work. Is what they say. Hard work, hard work, work. We're moving on out. Hard work, we work. Got to go and do my job. Hard work, work. Load them up on the airplane. Hard work, in work. The early morning rain. Hard work, hard work. That's what they say. Hard work, hard work. Let me hear. Hard work, hard work. Turn it up. Hard work, hard work. Fire it up. Hard work, everybody work. On the plane. Hard work, gotta work. Sit 'em on down. Hard work, hard work. Engines are wrong. Hard work, work. Hard work. Mission is go. Hard work, work. Hard work is what they say. Hard work, work. Hard work. I do it for play. Hard work, work. Hard work. I earn my pay. Hard work, work. Hard work. We're on the go. Hard work, work. Woo, 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 woo. So, und Weihersing darf Laken noch. Ich glaube, der hat so ein bisschen Singbedarf heute. Kann nicht mehr. Ich erwache. Hard work, work. Ja, was, hard work, macht das gut. Hard work, work. Sehr gut, Laken, mehr. Wir haben Connor verloren. Stopp. Connor ist da. Wo denn? Da ist er. Da, da ist Laken. Er noch. Ja, nee, den haben wir gerade verloren. Der hat plötzlich die Biege gemacht. Ich wusste auch nicht, wann das losgeht. Also ich hörte, du willst hart twerken. Sind alle noch fit? Das waren erst die ersten 2% von der Laufstrecke. Ich weiß, ich habe keine Kippen dabei. Vielleicht verkürzen wir das ein bisschen wegen Rice. Ja, bitte. Der war schuld. Wir sind hier nicht aus Zucker, ne? Beißt du Zähne zusammen, wir machen es weiter. Gut. Gut. Soll ich nochmal anmachen oder will Laken ein bisschen singen? Nein, nein, nein. Hard work, work. Das war ein guter Song. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier, 1, 2, 3. Hard work. Hard work. Hard work. Hard work. Hard work, work. Hard work, work. Hard work, work. Hard work, work. Hard work.
That's what they say. I hard work. I earn my pay. I hard work. Do it every day. I hard work. I get up about a quarter to three. I hard work. Got to go and earn my pay. I hard work. Put my boots on and lace them up. I hard work. Another day's of work. Hard work. That's what they say. Hard work. I earn my pay. Hard work. Get off the rock. I move on down. Hard work. Got to go. Make the call. Hard work. In the morning. Hard work. Get up. Let's go to work. Hard work. You bag up your shoes. Hard work. You load them up. Hard work. Manifest. Hard work. Hard work. You gotta do it right. Hard work. Here we go. Hard work. With the sun ready to rise. Hard work. I'm earning my pay. Hard work. It's what they say. Hard work. Connor, dein Platz ist hier hinten. Go and do my job. Hard work. Weißt du, hast deine Partnerin verloren. Hard work. That's what they say. Hard work. Let me hear. Hard work. Turn it up. Hard work. Hard work. Fire it up. Hard work. Everybody on the plane. Hard work. Gotta work. Sit them on down. Hard work. The engines are on. Hard work. Hard work. The mission is go. Hard work. Hard work. It's what they say. Hard work. Hard work. I do it for play. Hard work. Hard work. I earn my pay. Hard work. Hard work. We're on the go. Hard work. Klatsch. Anderson. Ja. 1, 2, Polizei. Komm. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Gib mir Mango, Brudi. Lass uns eine kurze Pause machen. Ich muss meine MP3-Player neu starten. Gib mir Mango, Brudi. Alles gut, Reis? Ja, was seid ihr denn für Lappen hier? Ich wollte es gerade sagen. Sollst du nicht so viel rauchen nebenbei? Nee. Reis ist angeschossen. Scheiße Ausrede. Werden nicht auf den Boden gelegt. Ah, ja. Sehr gut. Und noch 5, 4. Ja. 3. Oh, scheiße. 2. Na komm, eine noch. Jawohl. Sehr gut.
Alles Mango, Brudi, cool, taste Mango. Respekt, Connor. Respekt. Mangosaft, nam nam, Brudi. Frischer Mangosaft, nam nam, Brudi. Frischer Mangosaft am Strand, Brudi. Frischer Mangosaft, nam nam, Brudi. Ja, gut, macht ihr das? Teil die mit mir ne Mango. Sorry, das ist mein Song, ich kann nicht anders. Okay. Ja, weiter joggen. Zwei Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Affenmama macht's Verdruss. Sie hätt so gern die Kokosnuss, die ganze Affenbande. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Connors raus, hat aufgegeben. Ja. Na komm, Laken, zieh, wie glaubt man dich? Ja, komm schon. Soll ich dir helfen, Laken? Ja. Ja, Laken, du brauchst eine Frage. Die Durchlagen. Leute, zum Abschluss noch ein bisschen dehnen. Geil. Ja, na, brennen die Arme schön? Das können wir ja, auch. Ach, Connor, der jetzt aufgestanden ist hier. Nein, brennt nicht. Nur B. Ach, mein Gott. Oh, stell dich nicht so an da hinten. Du bist nicht Teil dieser Gruppe. Kame. Kame. Ha. Ha. Ja, mein Opfer. Ja, das ist aber nichts Neues. Das ist wenig. Das ja, tut ganz schnell beheben. Und ich schon wieder. Nein. Achtung. Oh, jetzt das riecht so wie beim Grillen vorhin. Na, Fisch. Say goodbye. Das steht da ganz schnell auf. La, 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 la. La, la, la. Ach du Scheiße, la. Laken. Du bist doch nicht hier. Oh Gott. Ja. Das war's für heute. War nicht gut. Ich kann nicht mehr. So. Kein Opernsänger. Mani Muni, wie geht's weiter?
wieder zurückjoggen oder was? Du warst für heute, würde ich sagen. Hier kam ich weiß, Money. Also wir haben hier noch so einen schönen Hindernisparcours. Ja, finde ich gut. Das schade, dass Rune nicht dabei ist, der letzte Mal abgekürzt ist im Paleto. Ohne schwere Bewaffnung mache ich den nicht. Ja, stimmt. Wir alle anderen haben schwere Bewaffnung im Gegensatz zu dir. Aber gut, schön, dass du es zugibst endlich. Boah, ich habe auch ein dickes Rohr. Ja, das ist ja das längste Rohr, wenn die ersten 3 cm nie hart werden. Connor, lass vorlaufen. Mikrofon muted. Sehr gut, freue ich mich. Okay. Ich gehe noch aus. Mikrofon activated. Ja. Wir alle singen jetzt. Das singen wir alle im Team. Monty ist unser Wischmob. La 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 la. Wie? Ich bin gegen die Wand geklatscht. Boah. Ja. Die, da müsst ihr jetzt auch runter, oder? Ich werde schon immer mal durch Reifen laufen. Ihr müsst es nicht nachmachen. Ich habe mich nur mal gefragt, warum sich die Leute dabei nicht auf die Fresse legen. Jetzt weiß ich, es ist gar nicht so schwer. Alles Übung. Die was? Den Teil, na, du meinst den Teil mit Weiß, was ich meinte, wo er gut ist. Du weißt schon. Von hier unten runter tasern. Ach so, ja, aber also ohne Rice. Ja, aber du weißt, was ich meine. Und mit Weiß, willst du das erst machen oder erst das andere? Doch da. Das können wir eigentlich zuerst machen. Gut, Weiß, du hast jetzt kriegst von mir eine Aufgabe. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Ich habe hier in der Tasche sowas, dass du dir um den Hals hängen kannst. Echt jetzt? So, eine Zielscheibe. Weil wir gehen jetzt auf den Schießplatz und da darf jeder mal ein bisschen schießen und da Weiß angeblich nie getroffen wird. Anderson! Also zuerst war es Scherz, jetzt meine ich es ernst. Gut, Leute, lass uns rübergehen. Gut. Das ist ein Begriff weg in der Akademie damals. Ja, ja. Ich bin das erste Mal heute. Das längste Tag hat echt Spaß gemacht. Kann das sein, dass der Schießstand sich verändert hat? Unser Schießstand ist weg. Ja. Also, Boy, stell dich mal bitte vor die Mauer da. Ja, dann können wir das eigentlich knicken, dann können wir wieder rüber. Ah ja, komm, ein bisschen schießen können wir trotzdem. Ja. Im Waffenmodul wird auf die Wand einfach geschossen. Echt jetzt? Ja. Wir hatten das ist ja. Mit Koordinaten, jede Ecke ist ein Ziel, dann wird es angesagt und dann. Ja. Soll ja nicht mehr aus Decken schießen. Verballert bitte nicht alles, falls wir noch eine 10,99 kriegen oder so. Ja, 12 Schuss habe ich noch. Reicht. Wow. Wir sind Granaten geworfen. Deckung. Running out. Fire in the hole. Ja, in der Runde. Bomb has been planted. Schmeißer. Schmeißer ist kein Schmeißer. Schmeißer kann nicht schmeißen. Mann, das ist jetzt natürlich kacke. Wir wollten eigentlich echt ein bisschen Schießübungen noch machen. Schon schade, dass der Schießstand weg oh, ist. Oh, es regnet. Was? Ah nee, das ist die Fackel. Dann gehen wir halt in den Ammunition zum Schießen dann, zum Schluss. Weiß, kannst du dich bitte hinstellen und ganz schnell hin und her rennen? Nein. Okay, alles klar. So, ja, dann einmal zurück zu den Autos. In zwei rein. Und Laken singt für uns ein Lied. Nein. Warte, ich muss kurz überlegen, welches Lied. Okay, ich hab eins. Aber okay. Da kann ich nur die zwei ersten Zeilen, ja? Ich wiederhole einfach so lange, wie es geht. Okay. Fertig? Ja, los geht's.
Für dich schiebe ich die Folge weiter. Da siehst du den Stern dich. Für dich weine und schrei und lach und lieb ich. Und das alles nur für dich. Ich spür dich in meinen Träumen und halte dich darin fest. Und dann für dich schiebe ich die Wolken weiter. Für das Licht. Okay. I'm on the highway to hell. Pew, pew. I'm on the highway. Schmeißer, du bist falsch. Was machst du hier hinten? Das ist aber, okay, warte. Das ist aber ein komischer Song. Da hätte ich ja wirklich den anderen Song einspielen können von dir, Muni. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Barbie, let's go party. Ich habe das Gefühl, der ganze Ernst dieser Veranstaltung wurde gerade herausgenommen. Ja. Ja, eindeutig. Who let the dogs out? So. Und jetzt kommen wir noch eine Runde. Machen wir mal eine zweiminütige Pause. Die Zivilstreifen machen zum Pitten. Was, zum Titten? Pip, ja, Pitten. Ja, der denkt nur an Titten, das hat vorhin auch gesagt. Laken, komm mal kurz zur Seite, der Rest kann kurz 2 Minuten Pause machen. Wunderbar. Also nein, mal anstecken. Ja, sicher. Hier fragt Dispatch beim Rockern. Normaler aber, ne? Vierfach, ja, zivil. Ja. Unsere Kollegen kriegen das hin. Waren ja noch so viele im Dienst. Laufe da drüben! Warum das denn? Heute haben wir auch im Best. Ach, halb so blöd, es brennt nur da. Es brennt nur dort. So, ihr beide steht jetzt vor mir, ich rauche eine. Was seid ihr davon? Wenn ich gleich einen Tellerring dir abbekomme, ne? Ist Anderson schuld. So. Würde ich nicht mal aufrauchen, ey, Verschwendung. Könnten euch mal ein bisschen Pitten wieder üben. Könnte jetzt gar nicht gemein sein, ne? Ha? Ja, da kannst du erstmal alle Streifenwagen in die Werkstatt bringen. Ja, die Zivilstreifenwagen braucht doch eh keine Sorgen. Hör auf, ich habe heute erstmal alle Fahrzeuge wieder zusammengesucht. Kannst du morgen wieder machen. Ich weiß. Kann man jeden Tag machen. Irgendjemand muss das ja machen, ne? Jo. Mhm. Hier mal kurz pissen.
Ach ja. Was ist los? Boah. Jetzt sag nicht, du bist K.O. Du hast am wenigsten gemacht. Er schiebt jetzt auf das Blei, das er bekommen hat. Ja. Ist er wieder raus. Und alter Mann? Meinst du mich? Mhm. Gut, ich. Du weißt der alte Mann genannt bei unserem Neffe. Na, alle wieder fit? Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin immer fit. Der Coco-Captain. Der Coco? Genau, für die Kokosnuss. Verwandt mit Peres oder? Nee. Deswegen stehe ich jetzt ja auch auf der anderen Seite der Macht, der bösen Seite. Weitermachen. Kleiner Scherz. Willst du das erläutern oder? Was? Ja, mach du. Im Endeffekt, ihr kennt doch dieses schöne spanische Spiel mit der Piñata. Wir haben uns jemanden ausgesucht. Microphone muted. Nein, also, wir wollen mal noch eine kleine Übungseinheit zwischenschieben, die vielleicht auch ein bisschen Spaß macht. Und zwar werden wir jetzt gleich eine schöne, oder ein, zwei, 10-43er haben. Dabei bitte ich darum, dass der Streifenwagen, der von mir aus gesehen ganz rechts steht, zum Pitten benutzt wird. Tut mir bitte den Gefallen, pittet uns nicht aus dem Leben, sondern wirklich einen schönen, sauberen Pit. Lieber einmal mehr probieren oder abbrechen, als dass es dann schmerzhaft für uns ausgeht. Und macht danach bitte eine ganz normale Verkehrskontrolle mit uns. Alle soweit verstanden? Jo. Komplette Abhandlung. Microphone activated. Ja. Dispatches ein bisschen in verminderter Form schicken. Ihr dürft, wie gesagt, beide Streifenwagen dafür benutzen. Microphone muted. Die 1043 funkt natürlich so, wie wir es gerne hören wollen. Bloß, wie gesagt, spielt hier kein Snake. Die Leitstelle weiß Bescheid, dass es hier nichts ist, aber wir müssen ja auch nicht unnötig irgendwie 100 Dispatches schicken. Gut. Was man noch dazu sagen muss, ihr verfolgt natürlich den Zivilstreifenwagen. Wäre nett, wenn ihr uns ein paar Meter Vorsprung gebt. Ja, das hast du aber schön gesagt. Ja, ist halt ein altes Auto, so kommt halt nicht mehr so gut aus dem Knick. Deswegen. Du hast gerade Gas gegeben auf 30 km/h, beschleunigt, stehen bleiben! Also ich sag mal so, lasst uns 1, 2, 3 Querstraßen ruhig fahren mit ein paar Kurven. Versucht halt sauber hinterherzufahren oder vielleicht auch uns den Weg abzusperren, die zweite Streife. Und achtet doch bitte beim Pitten drauf, dass es natürlich ein geeignetes Gelände ist. Im Zweifel halt, so wie es gewohnt sei bei der Leitstelle, dann erfragen, ob ein Pitmanöver gestartet werden darf. Dann können wir es halt nämlich auch ein bisschen mitbewerten und uns auch festhalten. Gut. Ihr seid natürlich jetzt 5 Leute. Gut, Weiß ist eh unfähig. Kann natürlich als dritte Person mitfahren. Ich würde jetzt einfach sagen, ihr fahrt einfach mal so, wie ihr jetzt steht. Die rechten, also von mir aus gesehen rechts die 3, eine Streife, die anderen 2 eine Streife. Wer nun Fahrer und Funker macht, überlasse ich euch jetzt. Wir wechseln dann natürlich auch mal durch, dass jeder mal mit jedem fährt. Gut, alle bereit? Oder noch Fragen? Ja, passt auf, hier sind ein paar gemeine Huckel auf der Landebahn. Ja. Ist Einsatz erlaubt? Wenn es nötig ist, ja. Tut gerade mal ja, noch einen anderen Punkt. Kommt mal kurz mit zum Kofferraum. So, hier liegt für jeden Übungstaser mit einer Nummer. Die haben nicht so eine starke Stromstärke und haben keine Nadeln drin, sondern bloß Schaumstoffröhrchen. Bitte jeder einen rausnehmen und dann aber nachher auch bitte wieder reinlegen. Mhm. Und nicht mit in Einsatz nehmen, weil wenn jeder jemanden tasert, lacht ihr halt ein bisschen. Ja. Ein bisschen ist gut. Connor, nimmst du bitte auch einen Übungstaser? Telefoniert. Mal gucken, wie der Übungstaser funktioniert.
Warte, lass mich beiseite gehen. Ich hab Angst. Nimmst du dir bitte auch einen Übungstaser? Ja, danke. Haben wir jetzt alle? Ja. Ich nicht. Naja. Gut. Alles klar, dann teilt euch auf und dann los geht's los. Los. Kannst echt steigen. Jo. Hab ich Kontakt verloren? Machst du auf? Ist auf. Warte, ich fahr doch mal vor. Sichtkontakt verloren, Steif 1 hat Probleme. Ist nicht Steif 1. Jo. Ja. So. Achtung an alle Einheiten auf den Straßen von Los Santos. Gesucht wird ein scharnierartiges Fahrzeug in der Farbe olivgrün. Bei Sichtung bitte Graus sofort anhalten. Aber. Die irgendjemand irgendwo sieht hier. Ich schreie. Ja, alles klar? Ja, wir sind da. Wir sind bereit. Streife 1 hat sich Kontakt zum gesuchten Stanier. Fährt aktuell vor San Kudo am Turm vorbei. Biegt jetzt ab. Richtung Süden, Richtung Hangar. Fährt weiter in Richtung dem zweiten Hangar. LSPD, einmal rechts. Fährt ranfahren. Richtung Osten mittlerweile, fährt jetzt Richtung Norden. Durch das Patch senden. Ab und zu mal. Sind jetzt bei den Baracken durch. Fahren LSPD, jetzt wieder. Bleiben. Fährt weiterhin durch die Baracken hindurch. Hey, warum hast du denn nicht gesündet? Er fährt jetzt wieder Richtung Westen. Hat gewendet, fährt jetzt Richtung Nordosten. LSP, bleib jetzt stehen! Fahren an den Baracken aktuell vorbei. Fahren jetzt wieder Richtung Hangar. Fahren weiter in Richtung Hangar, sprich Richtung Süden. Haben nun gewendet und fahren Richtung Westen, Richtung Turm wieder. Bleiben Sie stehen, ansonsten pitten wir Sie. Bleiben Sie stehen. Leitstelle bekomme Pit-Erlaubnis. Na noch die Schuhe. Fahren weiter in Richtung Westen auf der Landebahn. Fahrzeug hat gewendet und fährt jetzt wieder Richtung Osten auf der Landebahn. Ole, 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 ole. Fahrzeug schlängelt aktuell weiter in Richtung Osten. Nein. Sind jetzt am offenen Hangar. Fahren nun wieder Richtung Westen, zum anderen Hangar, Richtung Turm. Staffel 2, geht's euch gut? Ja, alles okay hier. Versperr ihn doch! Nein! Fahrzeug wurde leicht! Bleiben Sie stehen! Zwei! Ich steig auf. Was wollen wir? Vor mir! Noch Fahrzeug gestellt. Er hatte nur noch Schuhe an. Nur noch Schuhe hatte er. Warte, ich versuch das. Das ist eigentlich der Knopf, da. Drück das nicht, das ist der Schleudersitz. Aua! Du bist so ein Spaß, Jürgen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Mir ist schlecht. Was habt ihr mit ihr gemacht? Rausgefallen. Ich glaube, ich muss kurz. Moment. Nein. Okay.
Was hat meine Kollegin da irgendwie? Ich muss pinkeln. Bitte nicht. Guck mal schnell. Nein, ich muss doch. Ich muss so. Was ist denn mit dem Kollegen? Was ist denn mit dem Kollegen? Was macht ihr denn da hin? Ich dachte, wir wollen eine Party. Was ist denn mit dem Kollegen? Oh Mann. Au. Was ist denn los? Jetzt hab ich mich eingepisst. Was? Echt? Warum? Hast du eine frische Hose für mich? Nein! Nein! Was machen die denn mit dem da hinten? Ja. Jetzt lass mich doch mal ruhig. Die Dame, bleiben da stehen! Stehen bleiben jetzt! Nein, sie tasern mich nicht. Ich bin doch nur... Was tasern sie die? Was hier? Alles gut, Kollegin? Alles fein? Was haben sie mit dir gemacht? Ihr habt sie getötet, nur weil sie schwarz ist. Ich brauche eine neue Hose. Was soll das denn überhaupt? Warum halten sie uns an? Hier, bring das weg! Bring das weg! Mikrofon muted. Oh, das tat weh. Ey, du hast keinen Taser, hör auf damit. So, Freundchen, jetzt komm mal hier, mach die Maßnahme zu Ende, dann können wir das nicht durchhaben hier. Kann ich jetzt bitte eine neue Hose haben? Wir wollen doch noch auf eine Party. Ich hab ein Schwert in der Hose. Achso. Sie sind doch beide tot, ich hab sie doch gerade erschossen. Okay, komm mit, du sollst mit mir mitkommen. Na okay, nein. Ja, komm mit, du sollst mit mir mitkommen, hat er gesagt. Nein, ich glaube, wir machen jetzt lieber, was sie sagen, sonst ja, kommen wir nicht gesagt, mit zu der Party. Mit. Kein Thema, mach was du willst. Scheiß drauf. Du bist 120 Jahre alt, das ist eher so eher auch. Alles klar, Mann. Ja. Ja. Dankeschön, behalte ich. Ja, warte, zeige ich Ihnen. Mikrofon activated. Was wollen Sie sehen? Hat er dich voll erwischt? Ein Ausweis. Aha. Was ist das? Ich hätte ruhig ein bisschen sanfter zu schlagen. Ja, hier ist mein Ausweis. Oh. Ja, scheiße. Au. So. Ich habe schon erwischt, ne? Ja, ich höre sie. Ich sehe Ihnen zu. Ja. 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 Alles klar, ich zeige Ihnen mal. Ist es aber gut? Ja. 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 Ich glaube, wir brauchen nachher Medic. Ich bin noch im Busmobil unterwegs gewesen. Ja. Jemand, der mal kurz drüber schaut. Ja. 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 Aber du kannst noch, oder? Ja. 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 Geht das auch leiser da hinten? Ja. Wie war es nochmal? Ein bisschen leiser. Warte mal, ganz kurz, ich da muss ich kurz was fragen. Mal was weiter mit ab. Was? Ganz kurz, was wollen Sie mit mir machen jetzt? Ja, dann komm. Kannst du stehen? Jetzt? Aber ich war doch der Beifahrer. Okay. Oh, warum tasern Sie ihn schon wieder? Er ist behindert. Ja, sie hat ein bisschen was getrunken, aber sie war auch nicht der Fahrer. Nein, war sie nicht. War sie nicht. Herr, ich weiß nicht mehr, 48. Okay. Alles klar. Ich will dich auch drücken, Schatz.
Alles klar, ich heb die Arme. Ich merke das schon. Also warum tasern sie denn so oft? Sind sie der Gouverneur oder was? So, dann schnall ich sie noch an. Ich habe gelesen bei Whistle, dass sie immer tasern. Nein, 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 das passiert nicht. Also heben Sie bitte einmal die Hände, damit ich sie einmal durch. Hab ich oben. Eins, beide zwei, Hände. Drei. Ach, okay. Eins, zwei, drei. Hallo Mäuschen, wie geht's dir? Einmal die Tasche. Ja, Herr, einmal stehen bleiben, wo Sie stehen. Mäuschen. Herr Anderson, bleiben Sie bitte bei mir. Ich bin Können Sie mir die Nummer von ihr geben? Wenn Sie kooperieren, gebe ich Ihnen gerne gleich die Nummer von Ihnen. Ja, mein Gott, ehrlich? Haben Sie ja schon. Da kenne ich nichts. Warte, ich speichere mir die zuerst ein. Dann erstmal die Tasche auf dem Boden. Ja, ganz klar, Moment, ich speichere mir die zuerst ein. Okay, das ist die PD-77. PD-77, okay. Damit haben Sie jetzt Ihre Nummer. Ich meine Ihre Telefonnummer. Da müssen Sie die Dame schon persönlich fragen. Aber erst, nachdem sie ihre Tasche auf den Boden gestellt hat, nochmal zu der Kollegin gegangen ist, damit sie auch noch einmal durchsucht. Ah, sie dürfen mich durchsuchen. Aber erst, leiden. Nachdem ihre Tasche auf dem Boden steht. Setzen Sie Ihre Tasche auf den Boden. Stellen Sie Ihre Tasche jetzt auf den Boden. Na, er hat gesagt, sie soll die Tasche auf den Boden stellen und mich dann durchsuchen. Herr Anderson, Sie sollen die Tasche auf den Boden stellen. Achso, sagen Sie das. Herr Anderson, kommen Sie einfach unseren Anforderungen nach. Ansonsten müssten wir Sie jetzt mit aufs Rücken nehmen. I'm here, darling. I'm here, darling. Und jetzt gehen Sie zu der Kollegin. Vielleicht habe ich zwei Officer geschlagen. Hä? Okay, durchsuchen Sie mich doch. Die Tasche bitte nochmal auf den Boden und dann... Du hast sie doch gesehen. I'm here, darling. Nein, die Tasche auf den Boden, ich habe den Inhalt nicht gesehen. Hallo, ja, ich brauche keine Handschuhe mehr. Der Herr, bleiben Sie stehen. Lacken, was haben Sie mit dir gemacht? I don't know, die habe ich hier weggetesert. Herr Anderson, ich habe auch die Hände sogar oben. Herr Anderson, es reicht mir jetzt. Entweder Sie kooperieren jetzt oder wir legen Ihnen die Handfesseln an. Was habe ich jetzt nochmal genau gemacht? Wir legen Ihnen jetzt die Handfesseln an. Lacken, ich Fesselspülchen unter Blaulicht. So. Ja, ich freue mich heute auf Hintergittern. Einmal der linke Arm, der rechte Arm. Was? Ich habe doch einen Waffenschein. Na, ich kann ihr hat mich gefesselt. Ich führe Sie, keine Angst. Komm, Sie. Ah, also du fühlst mich. Ja, sicher. Was drückt eigentlich in meinen Rücken? Ist das dein Schlagstock oder freust du dich, mich zu sehen? Das ist eine Taschenlampe. ist schockend. So. Keine mehr. Ja, wohin soll ich denn noch mitkommen? Ryan! Er will mich vergewaltigen. Geht's dir gut? Ja. Ich hab gekotzt. Den komischen da. An, so. Darling, du musst auf die andere Seite. Genau. Party geht Herr Anderson, auf die linke Fahrzeugseite. Links, okay. Andersrum. Da kommt sie nicht durch. Sie hatte nur noch Schuhe an. Da geht kommt nicht. Sie nicht durch. Ist zugeparkt. Ja, das Fahrzeug hier. Ich will mal zu meiner Kollegin. Wir fummeln immer heimlich hinter dem Streifenwagen. Ja, geht schlecht, wenn man Mikrofon gefesselt ist. Was ist eigentlich mit der Lady? Wollen Sie mit auf Party? Nee, das ist jetzt meine Freundin. Ich habe die Nummer bekommen. So, der Herr. Toll, ich hab's mir nicht. Ja. Mach mal eine Ansage. Der Kollege mit den roten Haaren, der Herr Anderson, steigt jetzt da in das Auto ein. Die Kollegin mit den roten Haaren fährt hier bei der Dame mit, die hier im Auto sitzt. Der Kollege mit dem Fischmopan fährt bei mir mit und wir fahren sie jetzt ins verdammte Also, Herr Officer, Sie machen sich ein bisschen lächerlich gerade. Los, ab ins Auto! Okay. Was ist denn mit ihm los? So, haben Sie schlecht gefickt? Lassen Sie mich doch rein ins Auto. Oder gar nicht? Ich glaube, der hat gar nicht. Ryan, das war's für dich? Was? Wer? Ja. Na, der Weiße mit den dunklen Haaren. In dem Bad. Ja, jetzt bin ich eingestiegen. Nein, ich habe mir die Hosen gemacht. Nein. Du Schwein. Microphone und der Officer hat mich da berührt. Oh Gott, oh Gott. So, Abfahrt. Ja, ich glaube, wir können Break machen, oder? Krass mit dem. Ja, check. Hilfe! Hilfe! Ich hab gehört. Au! Danke. Wo ist meine Tasche?
sehr gut. Und meine Vaseline. Oha, Abramsche kommt. So, gehen wir einmal mit rüber. Kommen Sie mal mit! Es hat aber ganz schön weh, wo ich auf so geknallt bin. Das war der Landung. Achso, Mutti, wie viele SMS hast du von mir bekommen jetzt insgesamt? Warte. Zu viele. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ja, als ich mir die Nummer von dir einspeichern wollte. Ah. Ja. Wollen wir das im Hangar machen, oder? Ja, wir fahren aber wieder zurück. Gut. Machen wir 10:43 oder was? Bei Nachbesprechung? Nachbesprechung, ja. Oh Gott, ey. Oh Gott. Liana, ich glaube, du kommst. Was heißt hier? Oh Gott, Liana, das habe ich ein bisschen drüben gehört. Kommst du aus, auch aus der Kuppel raus wie ich? Ja, da hab ich aber auch in letzter Zeit gestern von der Mule angefahren. Ich will nicht mehr. Und dann komm nicht wieder, hör auf zu jammern. Auf zu jammern. Die Klappe. Aua. Und Alex, danke, das war wieder gegen die Nase. Ich hab ihm keinen Klaps gegen das Ohr gegeben. Außerdem, wer ist da mit der Fresse voll auf den Streifenwagen geknallt? Aber da kann ich auch nicht hingelegt. Naja, alles gut. Ja, so. War natürlich alles so geplant, dass ich es verstanden habe. Leute, meine Eigeneinschätzung. Hat zu lange gedauert. Chaotisch. Zu lange, zu chaotisch. Ja, zwei Officer wären tot. Ich glaube, ich hatte Officer verletzt. Ach, du weißt, du hast teilgenommen an dem Beispiel. Ich dachte, du stehst da wirklich nur als Zuschauer. Nein. Ich bereue es auch, meine Schulter tut weh. Ja, wie gesagt, du musst halt nicht, ne? Du kannst dich auch zurücknehmen. Aus dem Spaß durfte ich mich nicht nehmen zu tellern. Schneller. Ja. Gut, also wir haben natürlich jetzt auch ziemlich resistent gespielt. wirklich, es hat viel, viel zu lange gedauert. Und ich habe halt auch wirklich so viele SMS nebenbei geschrieben. Einfach wirklich Handschellen ran ins Auto, ab zum PD, weil das bringt halt bei solchen Leuten draußen nichts. Ja, wo ich dann die Handschellen dran habe, konnte ich keine Scheiße mehr bauen. Außer vielleicht ein bisschen Zeit rauszögern. Aber es fällt mir halt auch immer wieder draußen auf, dass immer viel zu lang diskutiert wird. Wenn einer Scheiße baut und irgendwie anfängt zu diskutieren, Handschellen ran, ins Auto, weg. Weil die meisten Fluchtsituationen, die wir letzte Zeit hatten, die auch in einem geflohenen Täter geendet haben, waren meistens, man hat zu lange diskutiert. Weil dann haben die Leute Zeit, sich irgendwie BFs zu schnappen, kommen dann mit drei BFs da an und dann kannst du da nichts machen. Doch runtertäsern. Ja, gut, aber wie oft funktioniert das? Ja. Der Gouverneur gestern auch. Ja. Nee, deswegen, also wirklich Situation unter Kontrolle bringen, Handschellen ran, rein ins Auto, Rechte verlesen und im Zweifel erstmal festsetzen. Das ist eigentlich immer so. Das Festsetzen ist ja nicht eine Festnahme. Das heißt, geht euch einer auf den Sack, ihr kriegt die Situation nicht unter Kontrolle, kriegt der Handschellen an und ins Auto festgesetzt. Ihr dürft halt das Wort festgenommen nicht nennen. Ich meine, Brave und so brauche ich das nicht erklären, der hat das oft genug in der Academy erklärt. Gut. Würde ich sagen, wollen wir Fahrradtausch? Nein, aber wir wurden ja auch offiziell nicht festgenommen. Ich habe mal festgenommen. Ja, aber die waren ja noch im Auto. Wir sind ja nicht losgefahren. Nein, alles zum gut. Darauf ging es jetzt mir nicht, mir ging es wirklich um die Situation. Gut, dann einmal Fahrradtausch und dann machen wir es nochmal. Liana, habe ich echt in deine Richtung gehauen? Nee, alles hatte. Ach, mir auf die Nase gehauen. Die so unter Dusche geprellt ist. Mit Täterschaft.
Ganz klar mittlere Schaff. Ja, sie hat dich weggetasert, bin ich von hinten gekommen und hab sie ein bisschen geschubst. Bisschen geschubst? Und dann hab ich Schmeißer und Raven getötet, glaube ich. Gut, so, komm mal. Gut. Und mich hast du nicht getasert. Dann hab ich Weiß getasert, oder? Nee. Hey, aber wer denn da, oder hab ich Kazoom getasert? Das könnte sein. Mich hast du auf jeden Fall nicht getasert. Ja, wir haben ja noch eine zweite Situation. Oha. Oha. Jetzt direkt gleich Handschein. Ich hoffe, Waffen erst leer schießen sollten. Ich halte diesmal nicht raus. Ich bleib sitzen. Kannst ruhig losfahren, hast mal ein bisschen Streife fahren. Du kannst absichern, Weiß. Achso, Weiß, keine Haftung für Verletzungen jetzt, ne? Wann kommt die Ansage? Keine Ahnung. Hinten ist Sackgasse. Es gibt keine Sackgasse. An alle Einheiten hier die Leitstelle. Gesucht wird ein Scharnier, grau, Fahrer ist Brian Larkin. Gesucht wegen 930, Fall von Objekt. Arm, Lichtkontakt aufgenommen. Er fährt bei Fortsatz Udo Richtung Haupteingang. Hinter uns. Fährt jetzt links an den Baracken vor. Schießt sich eine Streife an. Immer noch. Streife 2 schießt er an. Schießt jetzt Richtung Osten ab, Richtung hinter. Durch die Baracken. Richtung dem Mittelhangar. Biegt nach Westen ab, Richtung Ausgang zum. Okay, und er biegt schon wieder ab. Er biegt jetzt wieder nach Osten ab. Fährt jetzt Richtung Forza Gudo Ausgang um 68. Fährt links Richtung Forza Gudo Ausgang 68. Leitstelle ist Pitmanöver erlaubt. Ist gut, ich hab gebremst. Versuch die abzuschneiden. Irgendwo. Fahrzeug hat aua! Einer mit uns mit! Fuß. Ein Täter gestellt, eliminiert. Wie sieht's aus bei euch? Hast du ihn gekriegt? Bist du noch allein unterwegs? Kollegen, Status bitte. Moment. Status.
Hast du gut, Mann? Leg ihn Handfesseln an. Wir nehmen ihn mit. So, der Herr, so. Sie begleiten uns mit ins PD. Dann einmal mir folgen. Vom Streifenwagen. Ein Täter gestellt. Der dritte noch flüchtig. Schmeißer. Positiv wurde er genannt. So. Schmeißer, hier ist die Seite. Ich löse ihnen ein bisschen die Handschellen, dass sie einsteigen können. Aber sonst geht's hier gut. Entschuldigung. Bitte hinten einsteigen. Ja. Aber locker. So, dann schneide ich sie noch an. So. Streifen 2 mit eingefangen. Dritte ist flüchtig noch. Rote Haare. Kann die Streife einmal an mein Orientierungsdispatch kommen? Ja, hören Sie mir zu. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuziehen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Gut, haben wir unsere Kampfsanitäterin. Gut. Ich hab doch gesagt, ich bin schwanger. Das ist mir bewusst. So. Ich zeig sie an, sie haben ein Kind getötet. Das ist Mord. Ich werde sie lebenslang hinter Gittern bringen. Ich habe Kontakte in der JVA. Ja. Was meinen Sie, wo mein Kind herkommt? Ihr wart zu dritt in dem Auto, ja? Ja. Tenzo ist der Vater. Dann schicke ich mal Drake vorbei. So, wir nehmen jetzt. Nein. Dann komm mal mit. Info, die ist noch nicht durchsucht, angeblich schwanger, aber bei dem Sixpick wird das nur ein Meerschweinchen oder so, Die Dame, bleiben Sie stehen. Aber ich trinke mal Meerschweinchen. Wie wollen Sie was in den Müll werfen, wenn Sie Handschellen hinten dran haben? Weiß nicht, hilfst du mir, Schnuckelchen? Nein. Ich helfe Ihnen nur, wenn Sie zum Pilienwagen kommen. Ja, such mich doch diese Paletto. Das sehen Sie dann. Überraschung. Ich dann angeschweißt bis hierhin. Vielleicht. Begleiten Sie mich jetzt? Ein Männerschwein. Jetzt zieh jetzt erstmal ins Auto. Kommt der auch mit? Eventuell. Wenn Sie jetzt lieb und nett sind. Schatz, Sie wollten mein Kind umbringen. Was? Darfst du mit? Ich geh zu einem anderen Kollegen. Dann kommen Sie einmal auf der anderen Seite mit, bitte. Nee, das war nicht der. Das war der andere, den wir jetzt festgenommen haben. So, ich mach Ihnen auch noch die Tür auf. Seid ihr Richtung der hat gesagt, Kanker der will mich gelaufen, befummeln oder nach links wegnehmen? Stand hier. Vom Hanker links weg. Na. So. Dann lockere ich noch die Handschellen, dass sie besser einsteigen können. Tick, tack, tick, tack. Was ist mit ihm los? So, dann schneide ich noch an. Fürs Protokoll, Sie können nicht über eine Mauer hüpfen. So. Ich weiß, mir ein Bein gestört. Dann wollen wir zum PD. Tick. Tack. Wo ist denn der nette Mann, der noch, gesagt hat, ich hab ein Sixpack? Der ist nicht hier. Naja, im Normalfall wäre ich wirklich ein Paletto inzwischen. Im Normalfall etwa lag ein Overwatch-Über hier. Recht hat er recht. Ist Schmeißer freigekommen? Ja, ich hatte Schmeißer gehabt. Ja, da werde ich gleich noch was zu der Situation sagen. Ja, ich weiß schon. Ach, fahrt ihr uns noch eben zum Zivilstreifenwagen? Ja. Wo haben wir denn noch? Dann müsst ihr uns eben hier losmachen, bitte. Aber will ich kurz was zu sagen? Also ich bin mal weiß geblieben. Ach, Anderson holt ihn, glaube ich, oder? Nee, das ist Kazoo. Nee, okay. Das wäre ja lustig, wenn jetzt die Henderson den Wagen holen.
Warte. Stopp drauf! So. Oh, gar nicht weit weg, ne? Ja, egal. Ja. Genau. Ja, Huni, du musst noch warten. Ja, ja. Dann machst du mal Angriff. Ist auf! Alter, wollt ihr mich tasern? Nee, ich hab Larkin getestet, obwohl er eine Waffe in der Hand hatte. Da habe ich ein bisschen schneller reagiert als er. Ja, ich hätte ein bisschen Kampf mit der Mauer. Ich wurde aber auch getestet, als ich Waffe in der Hand hatte. Macht man ja eigentlich nicht. Jupp. Aber in dem Fall hätte ich ja auch eine Waffe in der Hand gehabt. Ja, Moni, ich hoffe, es ist bequem da drin. Ja. Du stehst doch fest. Natürlich wie zu Hause. Also bei der Flucht sind jetzt über 5 Minuten vergangen. Wollen wir jetzt abbrechen oder nicht? Ja, klar. Wir sind schon im Davis wieder. Wo bist du? Ah, Lacken, ey. Der kommt gleich hier irgendwo raus, wetten. Ja. Dann bist du oder Lucky Hase heute. Ja, was? Der ist doch da 2 von 3 ist doch gut. Da waren wir doch. Hab euch mal ein Dispatch geschickt. Da waren wir doch, oder? Oh, wow. Ist der denn Dispatch schon nicht mehr? Aber schön Lacken, wie du versucht hast, mich hops zu nehmen und dann sagst du, ich geh links um die Ecke rum. Ja, mach ich. Ich nehm die Arme runter und dann, ja. Ja, aber du hast mich nicht getasert. Ja, das war Rice. Das war ich. Und, Ich hätte einen Kampf mit einer Mauer. Das war gemein. Ja, ich weiß schon was. Ja. Weil ich alleine gelaufen bin. Nee, nicht nur das. Ja, unter anderem auch das. Nicht nur das. Ich weiß schon, was kommt. Das mit der Tür war nicht geplant eigentlich. Die Tür. Vom Stanier. Ich glaube, alle Banken zu LST gebracht werden. Nö. Also der Stanier ja, aber sonst. Ja. Ich wollte dann eben anhalten und dann ist sie ausgestiegen und schon, ja. Oh. Ist ein bisschen luftig. Ja, weiter. Aber sag mal, Liana, hast du mich nicht gesehen? Du warst doch auf dem Fass da oben. Warst du einen toten Winkel? Ich komm gleich wieder, ne? Man hat einen toten Winkel da oben. Moni, dir geht's gut? Ja, mir geht's gut. Ich hab nur irgendwann gesehen, sie ist nur schwanger, dass ich noch eine Zelle ein bisschen rummachen. Ja, die wurde dreimal. Ja, es geht ihm um Taser. Zum Übungstaser, alles gut. Ja, Glück gehabt. Die Sache ist, ich habe dreimal überlegt, ob ich jetzt davon diesen Gastank runterspringe oder nicht. Besser nicht. Nächstes Mal mache ich es auch nicht, tat weh. Ja. Mhm, war ja nur mein Knöchel. Ich muss mich zurückhalten, ich merk's wieder an den Schultern. Aha! Weiß? Hä? Du kriegst einen Termin bei mir beim Betriebsarzt. Wieso? Du warst genau neben mir mit deinem Streifenwagen. Echt jetzt? Auf mich zugerannt. In dieser Garage drin. Du bist doch sogar reingefahren. Ja. Und ich stand da links. Echt? Ich hab echt. Da habe ich meine Haare versteckt. Aber oh, ich stand wahrscheinlich auf deiner Höhe. Oh wow, weiß! Hat seine Haare das gut getarnt. Und Elder ist auch auf mich zugerannt. Hä? Oh, Elder! Mir fällt gerade auf. Ja, die Strafe habe ich bekommen. Dafür bin ich mit dem Knöchel umgeknickt. Nee. Reicht das? Ihr habt ja auch seit angehalten und da weggerannt. Sieht man mal, kaum geht's in drei Richtungen, sind die Officer ein bisschen überfordert. Warum? 2 von 3, gute Quote. Hm. Ich habe schon mit meinem Taser hinterher gewartet, dass einfach mal reingelaufen kommt durch den Wegtaser. Die hat eine Geise, genau. Und das ist das Problem, weil du nicht. Du hast mir den Befehl gegeben, sozusagen. Auf du den hinterher, aber war ich alleine, das war das ganze Problem. Ich gehe mal eben um die Ecke und traue um die Tür. Ja, ich bin erst Rice hinterher gerannt. Dann bin ich bei Baracken um die Ecke. Ja. Er ist zum Fahrzeug. Ach, ich würde jetzt noch eine Runde machen ohne Stellen, quasi einfach nur um das Pitmanöver nochmal zu üben. Ach, das Stellen macht doch Spaß, oder Leute? Ja, besonders bei einer Schwangere mit Sixpack. Was hat Connor gefunkt? Schwanger mit Sixpack und eine Hamster oder was? Können nur Meerschweinchen sein. Leute, aber die müssen mir eingefallen tun, okay? Wenn ich mal kriminell werden sollte, könnt ihr mir ein Funkgerät geben, da die Kommentare zumachen, dann macht es mehr Spaß. Tick, tack, tick. Ja, der Satz ist von Tensor.
Ja. Ich schicke meinen Hunter vorbei. Mir ist sonst kein lebenslänglicher eingefallen, so. Ja, gerade Tensor. Naja, vor 6 Monaten hat er noch gelebt, so. What do I come? Anderson, könntest du die Schusswaffe, die Schafe wegtun? Nein. Das macht mir Sorgen. Mir gefällt das. Okay, wir warten jetzt noch kurz auf Connor. Guck mal. Weil auch hier sind uns natürlich wieder Sachen aufgefallen. Nicht den Arm! Das klang gerade wie Blech auf Blech so. Und auf den Schatten. Verletzten Arm. Na, so viel zu, die Kollegin würde sich für dich. Ich mich für dich. Danke. Oh, meine Fresse. Und ich fühle mich in meiner Autorität untergraben. Wo ist Connor denn jetzt? Wie war das? Schweizer wurde doch nie getasert? Ich habe auch noch keinen Taser abbekommen. Ich habe getasert, fällt mir gerade mal auf. Ich auch nicht, ich wurde nur von Larkum bis jetzt getasert. In Reihe und Weiss packt dein Glied wieder ein. Ich bin nur neidisch. Gut, dann machen wir jetzt noch eine kleine Pit-Runde und dann haben wir erstmal eine Nachbesprechung. Danach haben wir dann ein bisschen Spaß und dann. Hab ich Spaß. Noch mehr Spaß? Ja. Ui. Macht euch Spaß, ja? Das macht Spaß, ja. Okay. Können wir öfters machen. Hilft auch bei der Teambuilding. Nur so nebenbei. Richtig. Ja. Gut, das ist echt. Eure Einschätzung? Ja, die Captain wegtasern ist immer teambuildend. ja, es war scheiße gelaufen. Absolut. Ja, ich konnte in den Streifenwagen einsteigen und sofort losfahren. Ja, und dann steht er noch neben mir und sieht mich nicht. Das auch noch. Ich hab mich halt wieder so in der Werkzeugkiste, so einfach nur ein Regal dahinter gehockt und da war eine rote Werkzeugkiste. Das ist geil. Dann denkt er vielleicht, meine Haare gehören zur Kiste. Oder fährt er da auch noch rein? Ich denk mir so, scheiße, warum entdeckt er mich so früh? Oder fährt er rückwärts wieder raus? Ich hab echt nicht gesehen. Ich hab's aber auch nicht gesehen. Meister? Ja, du bist ja auch direkt zum Auto gelaufen, wo er rückwärts kommt gerade. Deine Einschätzung? Ja, das war halt Fehlkoordination, sag ich mal. Wie gesagt, Connor hat zu mir gesagt, du läufst den hinterher, ich lauf den hinterher. Das war aber total fehl. Hm. Hätten wir nicht machen können. Nicht, weil du bist den hinterher gelaufen, der den in keinen Büschen verstecken konnte, was Moni konnte. Ja, also, mich hast du unterstützt. Es wird sich bei einer 1043 zu Fuß niemals, niemals, niemals getrennt, weil theoretisch war das jetzt eine Geiselnahme. Richtig. Und Anderson und ich wären wieder rausgekommen. Ja, weil ihr wisst, wie Geiselnahmen laufen mit Personenaustausch. Entweder ihr rückt unsere Leute raus oder der Kopf stirbt. Und es ist eine Riesenverhandlung gegeben, bla bla. Na gut, ich sag also mal so, hätte ich ihn getroffen, wäre es anders ausgegangen. Das wär in Ordnung gewesen. Also, ich sag so, wie das ist. Ich habe Schmeißer alleine hinter mir herrennen sehen. Der war relativ weit weg. Ich habe mich kurz versteckt, er wäre an mir vorbeigelaufen und ich habe ihm gesagt, er soll die Hände nach oben nehmen. So, daraufhin kam Reis mit einem Wagen. Schmeißer wurde so gesehen erschossen. Ja, ich habe ihn angeschossen. Der wäre verletzt gewesen. Der hätte sich nicht mehr wehren können. Ich habe aktiv mit einer Waffe auf dich gezielt, Reis. Aktiv auf deinen Kopf. Und du hast nichts Besseres zu tun, als mich zu tasern. Weißt du, wie fatal das ist? Ich weiß. Du hättest dir eine Kugel fangen können. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Hätte Liana mich von oben getasert, wäre das genauso gewesen. Da muss man wirklich dann sagen, okay, ich habe einen verletzten Kollegen hier, was möchte er überhaupt? Dann spiele ich das Spiel erstmal mit. Ja? So, in dem Moment hätte Liana, die oben, das habe ich nämlich auch gesehen, die hat uns aber nicht gesehen, hätte Liana von oben die Situation überblicken können und einen gezielten Taserschuss abgeben können, wenn ich meinen Taser unten gehabt hätte. Beziehungsweise meine Waffe unten gehabt hätte. Tut euch selber den Gefallen. Sobald jemand auf euch zielt aktiv, schießt nicht. Beziehungsweise feuert nicht den Taser ab. Das ist fatal. Meine ganzen Muskeln verkrampfen und ihr kriegt vielleicht eine Kugel ab oder vielleicht lasse ich so die Waffe sogar fallen. Je nachdem. Man weiß es nicht. Ja, ihr wisst nie, wie es ausgeht.
Hatte ich tatsächlich bei mir bei den Verfolgenden, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber muss ich eben ansprechen. Ich glaube, Connor und Monty waren das, richtig? Ja. Genau dasselbe Spielchen. Ich habe auf Connor gezielt, Monty tasert mich. Also, dann lieber, wenn ihr bedroht werdet, das habe ich in meiner Academy gelernt, das werde ich auch nie vergessen. Gezielt, weil ich kann es nicht genau sagen, weil der Busch zwischen uns stand. Ich habe gezielt. Dann lieber erstmal gucken, was wollen die Leute, ja? Weil wir wollen uns nicht selber in Gefahr bringen. Das ist ganz wichtig. Also wir wollen hier keine Superhelden sein oder irgendwas. Wir wollen uns nicht in Gefahr bringen. Ja, darum geht es uns jetzt in der Übung. Seid dort bitte aufmerksam, ja? Und wartet auf den richtigen Moment. Es gibt immer einen Moment, genau, wo ich von dem Zielen aktiv auf eine Person abgelenkt werde und den Taser bzw. die Schusswaffe runternehme. Und das ist euer Moment. Da müsst ihr 100% da sein in der Situation und dann könnt ihr den tasern. Das war das Gleiche. Ich erinnere noch mal gerne, wer dabei bei der Geiselnahme war, am alten FD, bei Dr. Schmuddel, in der Apotheke. Ja. Es hat ein Täter telefoniert. Und in dem Moment, wo der zweite Täter das Telefon in die Hand genommen hat, konnte er einfach nicht mehr seine Waffe ordentlich halten. Zack, da war die Stürmung. Versteht ihr das? 100% da sein, Fokus drauf und aktiv gucken, was euer Gegenüber, euer Feind macht. Gut, so. Gut, dann auf in die Pit-Runde. Was? Ja. Pitten. Eine Pit-Runde. Das heißt, jeder fährt mal, wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden. Laken fährt auch, Laken wird auch pitten. Ja. Anderson kann nicht fahren, also fahre ich. Und du machst das Auto kaputt. Muss man einen kurz. Ja, wie gesagt, du darfst pitten, Connor. Bitte guckt wirklich, dass ihr ordentlich pittet und nicht einen Riesenknäuel aus dem Auto macht. Genau, saubere Pit-Manöver. Guck, er ist richtig an Feier. Ich gehe voll, bitte nochmal ins Fahrmodul. Vielleicht lernt man jetzt dann pitten richtig dort. Dann, Jana, steigt mal bei jemanden. Kann Schmeißer pitten? An das Laken erstmal vor. Schmeißer, kannst du pitten? Da freilich. Ja, sonst fahr du dann bei Laken mit Liana. Kann er dir halt mal richtig erklären, worauf du geachtet hast. Ja. Weil, wie gesagt, das letzte Fahrmodul war Bullshit. Ja, Spitz. Ein paar Autos gut haben wir nicht. Okay. Ich steig mal bei Laken, dann steig einfach irgendwo erstmal mit ich ein. Ich bitte auf Fußgänger. Oder Rollerfahrer. Anderson, meinst du, das ist eine gute Idee? Ohne Tür? Ja, das selber habe ich mich auch gerade gefragt. Setz dich nach hinten. Bisschen lustig, oder? Wer pittet wen? Ja, zuerst fängt Streife 1 an, das ist die linke, und dann Streife 2 die rechte. Und dann kann ich Zivilstreife 3 dann. Zivilstreife 3 fängt mal an, bitte. Zivilstreife 3 bitten oder was? Oder? Genau. Und dann aber bitte erklären auch, dass ich dann genau weiß, versteht, was du gerade machst. So, ich fahre dem Täterfahrzeug hinterher. Ja, ja, und dann geht's gleich richtig ab. Ja, geht gleich los. Die Wange haben wir den besten Blick auf die Explosion. Ja, deswegen sage ich das. Lacken, wir fahren auf die Startbahn und machen es dann ungefähr so bei 80 km/h, also nicht zu doll schnell. Check. Ja, fahr ruhig bitte dahin. Die anderen können auch mitkommen, wir fahren dann hier mal im Kreis. Das sind schon wie ein Anflug. So, wir warten einmal kurz auf die Startbahn, auf die anderen und dann legen wir los. Oh. Hat ja gut geklappt. Huch. Kriegst den Stand hier nicht von der Straße. Alles
Ich bin hier, meine Motorhaus ausstellen! Geht's euch gut? Ja, alles gut, wir fahren extra langsam. Ich kann die Zügelstreife tauschen und in einer von den Streifenwagen anfangen. Sollen wir den Wagen tauschen dann? Negativ. Ja, doch. Jana soll dann in dem Streifenwagen pitten. Okay. Gut, dann fahren wir einmal. Ja, ansonsten ja, einmal die Streifenwagen. Zwei Stück von den Streifenwagen einmal durchtauschen und dann können wir nämlich den Streifenwagen übernehmen. Ja, die haben ja noch nicht gepittet. Pitten und dann tauschen. Ja, wir tauschen gleich dann durch. Alles gut. Ja. Du tötest uns hier. Wer war das? Alles gut bei euch? Alles gut bei euch? Gut. Meister. Der letzte ging. Also das war scheiße. Hast du das gemerkt? Mhm. Ja, dann? Weil ich ja jetzt dran bin, das war zu fest. Worte. Na, nicht zu fest, ja, das sag ich rein. Dran, es muss keine Luft mehr dazwischen sein. Bitte leben, los geht's. Ah, wer war das? Das Schmeißer, ne? Ja. Zeig, was Agent Herr dir beigebracht hat. Zärtlich, hab ich gesagt. Oh, das war auch viel zu hoch, oder? Ja, viel zu in der Mitte. Also, der letzte war jetzt echt unnötig. Da konnte ich jetzt aber nichts für, da seid ihr mal reingerutscht. Ja, alles gut, der war gut. Das gleiche Problem dann hat auch recht. Einmal durchtauschen und dann weiter geht's. Habt ihr getauscht, der andere Wagen? Wir haben getauscht. Perfekt. Dann konnte auch einmal durchtauschen und dann die Streifen, die jetzt gleich. Also sollen wir jetzt euch pitten oder wollt ihr uns pitten? Also ich bin am Monty und ich sitze am Steuer. Das zählt nicht, Connor. Wir riechen das, wenn du am Steuer sitzt. Ja, wir tauschen gleich. Liana fällt gleich mit dem Streifenwagen mit, ne? Ja, richtig. Ja, check, dann machen wir erst mit dem Streifenwagen zu Ende und dann tauschen wir eben nochmal was durch. Na dann, go. nicht die Luft. Ziel richtig, ganz in Ruhe. Weiter hinten noch ein bisschen mehr Schwung. Jetzt. Ah, knapp vorbei. Ist auch daneben. Ist das? Wenn ich wieder geplant werde. Achte wirklich drauf, dass du ungefähr so ein Stück hinterm Rad so und einfach zur Seite schiebst mit so einem kleinen Stupser. So eine Tankhöhe, genau. Das war perfekt. ja, die andere Streife hat auch sehr gut gepittet. Die Bremse und jetzt können wir noch in die Richtung pitten. Habt ihr getauscht schon, oder? Jetzt habt ihr alle vier gepittet. Dann den Montibus noch. Ja, der Montibus auch. Alles klar, dann kann die andere Streife jetzt hier schon mal mit Liana tauschen und dann kommt ihr nach. Dann go. Gut, Jana, ganz kurz, ne, für dich. Du fährst ihm erst hinterher, ja? Ja, das war ein kräftiger Pit, aber alles gut. Setz dich hinterher. Da kam ich nur so kräftig vor, weil du die ganze Zeit hinten bist. Und dann setzt du dich neben ihn. Du musst ihn halt mit dem Schwung einmal da reinfahren, ne? Okay. So, mit dem Schwung einmal reinfahren, gucken, ob er sich dreht. Wenn er sich nicht dreht, wieder hinten dranfahren, ja? Und das gleiche nochmal. Sollte er sich drehen, direkt auf die Bremse, ja? Wer muss noch? Naja, gab's zu den Zeiten deiner Mutter überhaupt schon Kameras und Technik? Aber wer muss noch? Wenn deine Mutter die Jacke angezogen hat, die gelbe, haben immer die Kinder gebrüllt, guck mal, da kommt der Bus. So, wer ist denn jetzt hier noch? Müsst ihr noch hier rechts die Streife?
durch. Monty und ich sind durch. Alles klar, gut. Dann los geht's. Denn Liana, zeig, was du kannst. Töte uns bitte nicht. Schön hinten dran, dann ausscheren. Dann ausscheren und dann hinten. Herr Connor, wirft deine Mutter auch eine Zitrone auf den Boden und ruft los Pikachu. Sehr gut. Sehr gut. Nein, aber. Genau, Liana, mach nochmal an sich was gut. Der erste. Und dann versuch mal nicht noch weiter reinzurammen. Genau, das war das, wenn er sich dreht, einfach nochmal. Und go. Ne? Wenn er sich dreht, Bremse drücken. Ne? Ja, weiterfahren. Ein bisschen weiter vorne. Ja. Ja, wir drehen dann ab. Ja, wir müssen aber, glaube ich, drehen jetzt. Aber soweit schon ganz gut. Wie gesagt, immer so gucken, dass du halt wirklich an der Tankhöhe so anschiebst, die Seite. Genau, du kannst auch ranfahren und dann einfach rechts reinlenken an den Wagen. Ne? Und go wieder. Okay. Das war viel zu weit vorne von genau. Der Tür. Ziel auf den Radkasten. Genau, und bremsen. Der war super. Genau. Dann mach gleich noch einmal. Also, die andere schon wieder. Anderson? Ja. Lass mal meine Mutter jetzt aus dem Spiel, vielleicht lasse ich deine dann wieder aus dem Keller. Fahr. Ja, früher als noch im Kloster waren, waren Keller beliebt und das Spiel denn. Sehr gut gemacht, Lea. Ja. Hast du gemerkt? Schön am Radkasten immer. Gut. Will noch mal jemand oder wollen wir denn zum spaßigen Teil kommen? Laken möchte ich nochmal mit dem Streifen haben. Ja, Laken, den mach du. Für Laken fahren wir sogar ein bisschen schneller. 200. Check. Okay, ja, das ist halt jetzt umgeworfen. Pipeline hin, ne? Wir fahren in 20 Minuten los. Microphone activated. Go, Laken, go. Microphone muted. Das ist halt ungewohnt, weil es jetzt Laken, halt anders du. Ist. Microphone activated. Was ist das Laken? Mach nochmal. Microphone muted. Deshalb, ja. Deshalb haben sie mich jetzt auch mehrmals machen lassen. Microphone activated. Hallo, na? Vor allen Dingen, verarscht und dann dreht sie sich. Sehr gut. Alles klar. Wo wollen wir hin, Hangar oder was? Ja, folgt uns einfach. Gut. Folgen. Folgt mir, meine Lemminge. Ja, ich würde sagen, der ist funktionsfähig noch. Ich kriege den Kofferraum nicht mehr auf. Was? Sehr schönes Auto habt ihr da, Muni. Was? Luft ist. Oh, Leute. Das Auto habt ihr da. Ja, den lassen wir auch hier stehen, der kann dann vom LSC hier abholen. Schwaven, gehst nach links. Gut, dass ich nicht Schwaven bin. Nee. Ich hab nach links gezeigt, du Idiot. L da rechts. Wischmob links. Wow. Das wird Uni rechts.
Laken rechts und die anderen beiden nach links. Ja, Connor fühlt sich ausgegrenzt von uns. Ja, du auch. Du hast mitgemacht. So, oh, und die vier, die jetzt um den Teamleiter Connor stehen, dürfen sich einmal eine Weste nehmen. Das ist unfair. Wir wurden schon 100-mal getasert. Und Connor braucht sich nicht ausgegrenzt fühlen, wir können nochmal durchsetzen. Hast du Angst, Hühnchen? Nein, aber Reis hat da kein Kofferraum mehr, da ist jetzt Gummibarren drin, der ja, der Kofferraum geht nicht auf. Und der kriegt den Kofferraum nicht auf. Dann geht's mit der anderen Reis fragen. Hallo. Ganz ruhig. Tief ein- und ausatmen. Darf ich in Tater, bitte, bitte? Gleich, Jana, gleich. Aber er steht da gerade so schön, bitte. Oh, Menno. Gutes Messer habe ich. Ja, das kann ich. Leute, es geht doch aber gar nicht los. Warum? Was denn? Ja, warte, du kriegst meine Weste. Wir haben auch noch welche drin. Wir haben auch wie eben außer eine Zivilstreifenwagen, der so demoliert ist. Wir spielen aber da drüben, oder? Ja, ja. Wonach sieht's denn aus? Natürlich. Ja. Ein paar gute alte Runden Taser-Tackler. Kannst du doch. Wir müssen da nochmal durch. So, Leute, dann kommt einfach hier wieder ran. Wenn wir nicht Taser, wird seine Eier verlieren. Das gilt für das gesamte Dauer des Spiels. Negativ. Gut. Wie ihr bestimmt schon erkannt habt, wird jetzt eine schöne Runde Taser-Tag gespielt. So wie früher jede gute Academy geendet hat. Ja. Das heißt, wir verlieren so oder so unsere Eier, ja? Ja. Hast du dich mal getroffen? Jetzt weiß ich nicht, warum. Peinlich. Gut, so, warum? Die Scham ist viel schlimmer von dir als von mir. Kennt ihr da die Spielregeln? Ja, klar. Wer getroffen ist, setzt sich hin. Ja, glaub mir, bei den neuen Technik-Übungstasern setzt man sich automatisch hin. Das sind Übungstaser. Sicher, dass es eine Übungstaser ist, dass ich nicht ausgetauscht habe? Gut, also wir spielen Best of Five, wer 3 Runden gewinnt, schuldet mir $1,000. Also. Peanuts. Also anders wollte eigentlich sagen, wenn wir 3 Runden gewinnen, dann dürfen wir jeder eine Woche lang Samphuria fahren. Jawohl. Auf keinen Fall. Aber jetzt nochmal, warum haben die jetzt Westen an und wir nicht? Das wollen wir uns nicht unterscheiden. Ah, okay, gut. Wir könnten auch Oberkörper freispielen, aber. Nein, das wollen wir nicht sehen. Obwohl, Jana, geht mal ins andere Team. Wow. Okay, geh mal rüber. Kannst du den ruhig lasern, wenn du willst. Liana, komm ruhig nochmal zu uns. Da ist das Beste. Ja. Wir müssen als Team arbeiten, also nicht alle rennen, sondern immer zu zweit mindestens. So wie gute Officer halt. Ja. Sollen wir die Vierer-Taktik fahren? Was war die Vierer-Taktik? Immer zu viert laufen? Ja. Ja, finde ich gut. Aber nicht alle auf einen Verband. So, Team Feige, seid ihr bereit? Was? Team Feige. Team Rich ist bereit. Team Rich. Deine Mutter war Rich, bevor sie Alimente für dich zahlen musste. Deine Mutter hat eigene Schwerkraft. Ja, geil, weil sie reich ist. So, Leute. Alle die richtigen Taser ausgerüstet. Sehr schön. Ja, also, wir sind bereit. Ihr Luschen.
Alles klar. Dann würde ich sagen, go. Oder machen wir doch zweier Teams? Jetzt machen wir vierer Taktik. Okay, jetzt machen wir vierer Taktik. Vorsichtig, die gehen links. Was macht er denn da? Ich geh nicht. Zu weit weg? Ja, da sind die. Scheiße, Anderson. So weit weg, die sind so weit weg. Ich wollte bloß gucken, ob mein Taser noch funktioniert. Alter! Leute! Warte, fangt ihr am Test. Ich hab jetzt den Monty weggemacht. War aber ganz gut so. Mexican Set auf oder was? Ja? Was? Ernsthaft mit der scharfen Waffe geschossen? Ja, alles easy. Also 10, 15 Minuten brauchen wir noch. Dann sind wir wieder am Davis. Jo, alles. Zum Hubsen weiter. Gut. Jo. Ja, dann geht rüber, ihr Luschen. Was geht's? Ja. Ja, der andere. Der, die waren so weit weg, ne? Wir waren die ganze Zeit so weit. Irgendwann habe ich mich vorangetraut, dann wurde der eine weggemacht. Kam gerade so. Also komischerweise, bei mir sind die Taser dann gefühlt in meinem Gesicht vorbeigeflogen. Schieße ich aber auf die. Zu kurz. Ja. Ich habe jetzt den Monty weggemacht. Hä? Ich habe meinen Triumph, ich habe Kazum weggemacht. Ja, kratze mal in der Nase. Ja, kratze mal in der Nase. Ja. Gut, recht schon. Los geht's. Wollen wir? Hock, hock. Wieder Vierer-Taktik? Achso, die kommen alle links. Die kommen. Achtung, kannst du zurück. Guck links bitte. Links kommt Connor. Kurze Regelfrage, zählt das, wenn man aus dem eigenen Team getestet wurde? Zählt das, wenn wir was feiern? Dämoni- zählt oder zählt nicht? Zählt nicht. Wer ist jetzt noch dabei? Ich glaube, von deinem Team nur noch du. Hätte keine Ruhe. Ja.
Mann, ich hatte keine Rückendeckung mehr. Der Konrad, wieso hat ins Gesicht... Go Mooney. Wenn ich den erwischt, der mir in die Stirn geschossen hat, ne? Ja! Mooney liegt! Der kam unerwartet. Ja, das Komm, hat sie auch gesagt. Das ist nicht von hinten kam. Ich weiß nicht. Der war gut. Oh. Hört doch mal auf! Das muss sein. Ich liebe diese Übungstaser. Das ist so gut. Er macht einfach so viel zu viel Spaß. Ja, nee. Ey, jetzt stopp! Wieder hier. Danach noch eine Runde Last Man Standing, oder? Das Last Man Standing? Okay. Der Opfer also jeder gegen jeder? Ja, genau, okay. Machen wir. Aber erstmal jetzt das zu Ende bringen. Vielleicht gewinnen wir ja diese Runde. Dann haben wir ja noch zwei Runden vor uns. Das geht's. Okay. Go. So aggressiv. Der gibt sich. Alle vier auf einmal. Wer wollte ich gerade sagen? 3, 2. Alter, wie war das mit der Schusswaffe und Tasern? Du hast einen Taser in der Hand gehabt. Nein, ich habe auf Schusswaffe gewechselt, die Idioten. Ja gut, komm, eine Chance kriegst du noch. Ja, es wäre gut, wenn wir dann jetzt nochmal neu starten und ihr wartet, bis von mir ein Go kommt. Das Go war da? Moni hat Go gemacht. Ich hätte gerade so einen kleinen Hörsturz und ihr rennt einfach los. Ach so, der kann ich doch nicht riechen. Ja, das kann ich auch nicht riechen. Das Go kam von mir. Ja. Sitzt Liana schon wieder da vorne? Liana, Nasenkratzen. Ah, okay. kurz, wie war die Taktik jetzt? Weil die haben die Deckung halt viel näher als wir. Wir rennen an die Deckung, oder? Ja. Dann Deckung an Deckung und dann alles, was zählt. Das sind wir bei RTL. Gute Zeiten und schlechte Zeiten vielleicht. Gute Zeit für uns und schlechte Zeiten für die. Komm, wir schummeln ein bisschen. Wir rennen los und dann sage ich jetzt go. Okay? Okay. Drei, seid ihr soweit? Aber wir fahren über die Lindenstraße zurück, ja? Und go! Zwei sind eliminiert. Moni ist raus. Ich liege schon, ihr müsst nicht mal teisern. Ja, wer lebt denn von euch noch? Connor? Nee, Runde ist vorbei. Die Runde ist vorbei. Jawohl. Alter, ich habe leider zwei weggetasert. Wie wurde ich denn erwischt? So, wir haben gewonnen, wir können beenden. Zwei Hai, ne? Wie wurde ich hinter der Mauer erwischt? Da hatte niemand den Schuss war. Doch, Liana von der anderen Seite. Du hast sie nur nicht gesehen. Jana? Ja. Ah ja, okay, schon gut. Sollen wir mal rechts rum und umkreisen? Ja. Wollen wir das? Also alle rechts rum oder was? Ja, hinter dem Ding lang.
Also hinter dem Häuschen hinten, oder was? Ja, genau, lass uns jetzt ein paar rote hier werfen und dann laufen wir einfach rechts rum. Okay. Fertig? Wie weit seid ihr? Ja, sind fertig, go. Die gehen auch. Vorsicht, Laken ist hier. Connor ist hier in die Ecke. Der ist raus. Connor ist raus. Achso, okay, Connor ist raus. Würde ich sagen, ne? Jo, jo. Gibt's doch nicht. Wie geht's dir? Zwei Leute. Ja, ja. Über Baumstamm hier gestolpert. Oh, ich merke sonst an meine Schulter. Ja. Gerade austreten? Nee. Okay. Ich wollte jetzt noch die letzte Runde hier. Oh, ach so, ja, weil die. Letzte Runde. Ja, Final Game, ne? Super. Selbe Taktik wie beim ersten Sieg: rennen und dann kochen. Nein, das ist scheiße. Wir sehen uns durch den Schlitz. Ja, durch. So sind die Gynäkologen. Können wir ja Luftvogel anbieten. So, machen wir? Wir opfern niemanden. Also, was machen wir jetzt? Ja, ich würde so wie... Ready? Noch nicht. Wir müssen überlegen, wie wir euch vernichten. Also, ich würde das Go machen und dann da wieder ein paar Rote reinschmeißen, oder? Ja. Also, gerade die Mitte ist ganz wichtig. Alles klar. Ich habe leider keine dabei. Den Go. Jetzt auch nicht mehr. Achtet auf die Taser-Ausrüstung. Respekt, du Scheißmauer. Komm. Ich hatte ihn schon erwischt. Negativ. Aber jetzt wurde ich erwischt. Es ist nur noch einer. Laken gegen Ryan. Last man standing. Jetzt kannst du den Rang 7 verdienen. Laken nur so nebenbei, du sollst die Gegner tasern und nicht mich, ne?
groß. Das wurde gerade abdrücken. Lake, Lake. Lake. Weil, was war das für ein Comeback? Comeback, Junge. Ja. Wie gesagt, ich wollte auch gerade abdrücken. Lustig wäre, wenn beide umgefallen wären. Gut, aber durchtauschen schaffen wir leider nicht nochmal, aber. Solange wie, nein, die Blatts und die Quips machen schon wieder irgendwie welche Dulli-Baller rein und die brauchen dringend Leute. Ach so, na dann. Ja, ich brauche jetzt hier, ich muss gleich an meinen Kaffee hier. Ja, dann lassen wir das jetzt in Kirchenfeier. Brechen wir hier ab. Ich rufe noch den LSC an, wegen dem Zivilstreifenwagen, dass sie den hier abholen. Bis in die Stadt will ich den dann jetzt auch nicht mehr fahren. Könnte ich ja schon mal aufsatteln. Aber schade, dass ihr schon angefangen hattet. Wie hat die Taktik? Da hättet ihr nicht gewonnen. Taktik. Ja, warte, komm. Also die Team Weste, stopp. Team mit der Weste kommt neben drum. Wir zeigen die Taktik jetzt. Wow. Da will ich gleich einfach alle mal hintereinander wegfedern. Jetzt hätten sie bestimmt die Schildkröte gemacht, hä? Da sagst du Bescheid, du. Nein! Was machen die? Oh Gott, warum sind sie denn da? Zum Zivilstreifenwagen. Kasum, das hast du jetzt genossen, oder? Aber klar. Leute, jetzt übertreibt es nicht. Dann kommt wieder anziehen. So, dann zieht euch mal bitte wieder was an, dann will ich mich nicht weiter angucken und dann mal zu dem Wagen. Liana von hinten getasert und von vorne getasert. Komplett. Das war die Wand. Da kam Liana. Guck, der Spaß hat gezählt. Wenn wir jetzt bei allen kommen. Hier noch einer hin, bitte. Hier noch einer hin, Schweißer. Zivilstreifenwagen. Gleich mal Dings anrufen. Graves ist irgendwie eine Geiselname. Och nee, oder? Detective Unit wird den Chopper von Forza Gudo anfahren. Das check. Womit wir dann auch wieder am Funkkreis wären. Check. Bist du sicher, dass der Wagen noch fährt? Der hier, ja. Fährst du noch, oder?